So, Leute, ich habe mir 4-3 besorgt und ich werde es auch dementsprechend einfach mal let's playen. Also was heißt einfach so, ich habe es ja schon auf meinem Kanal angegeben, dass ich das eventuell denn spielen werde. Und es ist natürlich blind. Also ich spiele dieses Spiel jetzt zum ersten Mal, ist ja klar, das ist ja auch erst in Deutschland für heute herausgekommen. Also in Amerika kam es schon, oder besser gesagt in den USA und etc. kam es schon gestern raus, aber das soll uns jetzt weiter nicht stören. Ich habe mir das Spiel aus Österreich bestellt, also nicht direkt aus Österreich, natürlich über einen Online-Versandhandel, Entschuldigung. Und dementsprechend ist es auf Deutsch, aber natürlich mit Blut und mit Gemetzel und mit, ja, einfach mal die USK übersprungen. Ich werde dann auch direkt beginnen. Mein Wecker natürlich nicht vergessen, da habe ich ja das öftere Mal Probleme mit. Und mal gucken, also ich bin eigentlich nicht so der Horror-Shooter-Liebhaber, weil ich irgendwie sowas gar nicht ab kann, aber naja. Ich spiele das Spiel übrigens auf Kommando, also das ist die mittlere Stufe. Keine Ahnung, warum es Kommando heißt, also. Und Point Man spiele ich. Natürlich neues Spiel. Und ja, wie mache ich das jetzt? Enter. Ja, und dann. Ach da, Start. Sicher. Ha, okay. Startet schon mal wie so ein Multiplayer. Aber liegt wohl daran, dass... We were brothers. Prototype commanders in the emerging field of psychic warfare. I was the favorite. I gave them what they wanted. I gave them blood. They say the synchronicity with my mother made me homicidal. He was the first prototype. His enhanced reflexes made him an unstoppable killer. When my brother found me, he put a bullet in my head, but our psychic link never broke. Like a curse, bound by blood. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt auf Englisch gerade war. Ich hoffe mal, das bleibt nicht so. Ich mag das Spiel jetzt schon nicht, ich will gar nicht hingucken. Aber das soll wohl ertragbar sein. Der große Faktor ist nicht schwer, aber. Los! Antworten! Wir werden
Seelen verbunden. Du bist 4 Agent Jin Sun Quan. Jemand auf der Seite des US-Militärs, bitte antworten. Der Port wurde in eine Hölle verwandelt. Die Säuberungseinheiten der Armacam töten jeden, den sie entdecken. Ich verstecke mich in der Kanalisation von Fairport. Ohne Hilfe kann ich nicht von hier entkommen. Ich stimme zu, wir müssen flüchten. Aber was wird aus ihr? Ich darf mich bewegen? Ich darf mich bewegen. So. Ich werde erstmal, Moment, ganz kurz testen, ob eventuell der Sound, obwohl, nee, ich mache den Part erst zu Ende und dann, ich meine, Untertitel ist ja da. Halte. Zielvorgabe, komme aus der Einzelhaft. Boah, die Maus ist mir ein bisschen zu schnell. Das geht gar nicht. Ich bin nämlich... Ach, verdammt. Durch Counter-Strike so ein bisschen an etwas langsamere... Oh, Mann ey. Mäuse gewöhnt. Weil, also jeder, der Counter-Strike spielt, weiß warum. Ist ja nun... So ist gut. Oha, so schön. Naja, man kann halt besser zielen und so, ne? Kann man hier schon was machen. Man darf sowas ja nicht vergessen, mal eben mal gucken, ob hier irgendwo was ist. Ah, was sehr lustig zu sehen ist, wenn ich renne, verändert sich wohl mein Sichtfeld. Kommando, wir sind immer noch aus der Einzelhaft geführt. Verstand, was ist mit dir Kommando, los? Wollt ihr, dass wir das Objekt vor dem Transport betäuben? So. Verstanden, halt. Das Objekt ist vor Transport betäubt. Bravo, 4-3, Alpha, aus. Sehr lecker. Mist! Wo sind diese Arschlöcher? Roberts, wie lange dauert es denn, einen beschissenen Gefangenen in Gewahrsam zu nehmen? Roberts, hörst du mich? Bring deinen verdammten Arsch wieder hoch! Antworte! Verflucht nochmal! Das beschissene Ding klemmt total. Hier sieht's auch nicht besser aus. Es bewegt sich keinen Millimeter. Es zieht sich völlig meiner Füße. Ah, gut. Endlich, teilweise oder meistens ist es ja so bei den Herstellern, dass standardmäßig der Nahkampf auf V ist. Ich kann es überhaupt nicht, aber auch die Maustaste ist eigentlich für dich am. Ich sagte, Funkstille! Am sinnvollsten, finde ich. Ich tritt dein Pferd! Scheiße, er ist es! Hört ihr mich denn nicht? Kommt hier runter! Deckung. Er hat sich Deckung. Befreit! Vergiss es! Du wirst hier nicht entkommen! Doch. Aha. Ah, okay. Okay, ich muss erstmal schwimmen, weil ich muss erstmal schwimmen. Was hab ich jetzt gedrückt? Hä? Ja, ich hab Zeitloop gedrückt, aber wie? Ich glaub, das ist ja geht. Ah, und mir fällt gerade hoch auf, ich hab gar keine Energie mehr. Ah, okay, mit SRG. Ich hab. Hier gibt's keine Energie mehr in dem Spiel, sondern diesen Bloody Screen sozusagen. Sehr interessant. Gefällt mir. Ich mag das Wort. Okay, dadurch, dass ich gerade geredet habe, war es nur halb so. Wo ist er? Da drüben, bei der Tür! Okay, ich merke schon, ich darf anscheinend nicht einfach so durchrennen, es kommt ihm. Achtung! Unterstützungseinheiten nähern sich. Voraussichtliche Ankunftszeit 2 Minuten. Alle Eingreiftruppen bereiten die Aufnahme und Integration neuer Unterstützungseinheiten vor. Ich glaube, in der deutschen Version ist fast gar kein Blut zu sehen. Kann ich mit uns machen? Hab ich eine Waffe? Ja, oder nee. Warum brauchen diese Arschlöcher so lang? Wen juckt's? Alter, doch die Klappe. Oh, ich liebe diesen Setlook. Oh, scheiße. Nein, jetzt nicht. Du kannst dich nicht ewig verstecken! So, weiter geht's, mein Vater war gerade hier. Komm raus, damit ich... Da bist du ja! Scheiße! Scheiße, Scheiße! Was? So, ich dachte... Wie schnell doch alles zu einem zurückkommt. Genau. Ja, und der Part ist auch gleich wieder vorbei, aber ich werde ein wenig länger machen, weil ich das öfter mal schon gehört wurde. Also, wo ging es denn jetzt da lang oder irgendwie? Hä? Muss ich das verstehen? Oder ist hier so eine Art Zweitweg? Du
dunkel ist und sehe. Ach, jetzt habe ich es endlich mal gemacht. Springen. Ja. Ein paar Zweier an Bord. Zweier? Ja. Also was, ups, was auch immer das für eine Anlage ist, irgendwie fehlt es denen an Ordnung, den Leuten hier, also Verständnis für Ordnung. Mist, er ist frei! So. Mann, gefallen! Ich weiß nicht warum, ich habe gerade irgendwie keine... Nachrücken! Nachrücken! Ich kann ihn nicht entdecken! Feind ausgemacht! Aber... Auf 3 Uhr! Es ist zwar gerade eine Scheißstelle, um Pause zu machen. Er ist tot! Verdammte Kacke! Aber es geht leider nicht anders. Weil ich will das die Zeit absolut nicht hinausreizen. So, also meine ersten... Ich komme gerade auch nicht auf das Wort, meine ersten... Egal. Also meine ersten Gedanken zum Spiel, so. Es spielt sich ein wenig... komisch. Ich weiß auch nicht. Also die Steuerung ist mir ein bisschen komisch gerade. Aber ich denke, ich gewöhne mich dran. Ich werde die Tasten neu belegen. Ich hasse diese Tastenkombination von den Entwicklern von 4, wo denn auf STRG statt da ducken, dann ist da Zeitlupe und irgendwie ganz komisch. Das gefällt mir nicht. Und ja, ich werde aber jetzt mal eben den Part beenden und ich denke, ich werde im nächsten Part dann weitererzählen, so die ersten Gedanken von mir über dieses Spiel. Bis dann, tschüss.